Mal schnell ein Tablett in die Tasche gesteckt. Wer kennt das nicht? Und ein Beutel 50 Münzen, ja. Oh. Interessiert dich das, wenn ich das nehme? Ah, das ist hier der Lord Pendleton. Und ein Audiograph. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte zwei Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Ja, das so viel zu eher unwichtigen Sachen, wie schon angesprochen. Na, mal gucken, was wir im Zimmer 202 so finden. Ein großes Bücherregal und... Oh. Schlüssel zum Hauptraum des Pubs, das ist auch immer sehr gut. So, das hier sind jetzt welche von den Büchern, die ich einmal kurz aufschlagen werde. Wer möchte, kann sich die jetzt in Ruhe durchlesen, indem er auf Pause drückt. Ansonsten für die anderen halt... Ignoriert es einfach. So, einmal für euch zum Durchlesen. Und schon geht es weiter. Schnell ein bisschen am Herd, beziehungsweise Kamin. Beides kann man sagen, aufgewärmt. Und der Schrankkoffer. Da nehmen wir ein bisschen Walöl mit, das ist immer gut. Und... Da nochmal ein kleines Walfänger-Erzählungsbüchlein, glaube ich, war das, ne? Und da ist der nächste Teil. Und hier liegt noch unter dem Bett ein Beutelchen. Das wird natürlich mitgenommen und wer auch immer hier wohnt, ich denke mal, das ist der total treue Typ von unten, mit dem wir geredet haben. Der das Rauchergesetz einfach missachtet, der wird hier wahrscheinlich wohnen, nehme ich an, weil hier so viele Medaillen sind und Abzeichen. Aber das ist nur Spekulation. Die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Ist halt Liedertext. Also ich sage ja, manche Sachen sind überflüssig. Kann man vielleicht mit gutem Willen als nettes Gimmick abtun. Und hier ist einer meiner Lieblingscharaktere. Warum, werden wir im späteren Verlauf noch sehen. So viel dazu. Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, doch wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Ich finde es momentan nicht wirklich dunkel. Hast du sonst noch etwas zu sagen? Ich war hier einst die Schankwirtin. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, glauben Sie mir. Okay. Lassen wir das erstmal. Achtung, Bürger! Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. So, und hier der Waschraum. Wir nehmen nochmal ein bisschen Zeug mit. Und natürlich immer schön nach unten klappen hier das Ganze. Es sind Damen anwesend, auch wenn es in diesem Fall die Putzleute sind. Und hier die Erzählung eines Walfängers. Band 2. Hier schön zu sehen, eine Waschzuba hieß das Ganze früher, glaube ich, oder? Das war doch der Fachbegriff dafür, wenn ich mich nicht irre. Und hier befinden wir uns im Heizkeller des Pubs, nehme ich mal an. Oh, hier wird aber auch schön eingelagert, hier das Bier wahrscheinlich. Hier ist die Brauerei dann. Ist hier in der Ecke noch irgendwas? Na gut, dann treffen wir jetzt den guten, wie hieß er? Piero. Mal gucken, was der Mann zu sagen hat.
Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Kein Thema, das mache ich für dich. Und mal schnell das Walöl geholt. Würde mal gerne wissen, was passiert, wenn man das hier versaut. Dazu mal schnell ein Quicksave. Einfach mal so aus Interesse. Oh. Oh. Okay, das führt also direkt zum Spielende. Scheiße, okay. Letzter Speicherpunkt. Gut, so wichtig ist also Walöl in diesem Spiel. Nun rein damit. Einfach in die Nähe. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ja, momentan glaube ich noch nichts, aber ich gucke mir mal trotzdem hier die Sachen an. Wir haben momentan 788 Münzen. Wir können uns ein bisschen Pfeilnachschub holen. Ah, nee. Heißen sogar wirklich Bolzen. Ich hatte recht gehabt. Super. Dann nehmen wir mal davon welche. Dafür vielleicht noch ein paar. Kugeln brauchen wir erstmal nicht. Kabelwerkzeug. Sicherheitssysteme kann man damit manipulieren. Ist mir momentan ein bisschen zu teuer. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir werden erstmal ins Bettchen gehen und damit auch in die erste Aufnahmepause starten. Ich werde mir das Ganze jetzt angucken und gegebenenfalls die Settings ein bisschen abändern. Ich glaube nämlich, dass mitunter die Stimmen der NPCs ein bisschen zu leise sind, dafür die Hintergrundmusik ein kleines Stückchen zu laut. Also, wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Let's Play Dishonored. Viel Spaß dabei!